Hallihallo, ihr Lieben. So, jetzt hoffe ich, dass dieses Handy nicht runterfällt und ich drehe euch ganz schnell dieses Video und hoffe, dass die Akustik auch in Ordnung ist. Ich habe mir ein Maßband besorgt und habe euch mal hier zum Zeigen und mir selber natürlich meine Kritzeleien ausgedruckt. Muss mal gerade die Tür schließen, damit die Homeoffice-Leute nicht gestört werden. So, also. Corona. Erstes Lockdown, dann zu Hause, weniger Bewegung, mehr Essen, regelmäßig Essen und so weiter hat dazu geführt, dass irgendwie hier obere Wampe, untere Wampe, Corona-Speckgürtel um mich rum, das muss weg. Und wir hatten in der letzten Ferienwoche ein All-Inclusive und da habe ich es mir richtig gut gehen lassen und bin tatsächlich, ich dachte, es sind 3 Kilo, aber es sind letztendlich nur 1,5 Kilo mit im Gepäck nach Hause gekommen. Und das Wohlfühlgewicht ist bei weitem überschritten. Und ich fragte euch nach einer kleinen Motivationsgeschichte. Und da haben viele gesagt, sie möchten gerne mitmachen. Also habe ich das für euch heute in aller Schnelle gekritzelt. Es ist hier seitenverkehrt, aber ihr könnt es gehen. Also, Wochenplan ist leider angeschnitten. Wochenplan, let's start. Und wir machen das zusammen. Die Tage sind unterteilt. Und das heißt, wenn ihr wie ich eine Uhr habt oder einen Schrittzähler, könnt ihr hier jeden Tag eure Schritte eintragen. Ich bin ein notorischer Wenigtrinker. Deshalb habe ich mir vorgenommen, dass ich meine 1,5 Liter pro Tag mindestens trinken muss. Und das ist das Glas. Darunter ist eine Hantel für Trainingseinheit. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, mindestens alle 2 Tage so ein bisschen Sport zu machen. Und wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, da teile ich mit euch auch gerne irgendeinen YouTube-Link mit irgendwelchen Hops-Einheiten oder keine Ahnung, dass man mal so ein bisschen ins Schwitzen kommt. Und da tragt ihr am besten ein die Minuten, die ihr geschafft habt. Und das letzte ist ein Apfel, stellvertretend für Obst und Gemüse. Und da könnt ihr immer einen Strich machen, wenn ihr ein bisschen an Obst oder Gemüse geknabbert habt. Und das ist auch so ein bisschen zum Kontrollieren, ja, also lieber auf Gesundes zurückgreifen als auf eine Nascherei. So, und da aber, also ich habe in den Ferien wirklich total viel gegessen, habe mich aber auch super viel bewegt und das Gewicht ist trotzdem mehr geworden, ist ja klar, habe ich gedacht, zum Start unserer Challenge werden wir erstmal den Körper ausmessen und das werde ich später machen. Mit einem Maßband wird es eintragen. Stellt euch das nicht so vor wie irgendeine Influencer-Challenge-Geschichte. Ich werde hier, so wie ich aussehe, bestimmt nicht Vorher-Nachher-Fotos zeigen, aber ihr werdet es sicherlich auch an meinem Moppelgesicht sehen, dass da ein bisschen weniger ist. Ich merke es auch an meinen Händen. Meine Ringe, die mir sonst immer so ein bisschen locker sind, die sind richtig bombefest. Ich weiß auch gar nicht, ob ich meine Daten hier veröffentlichen möchte. Aber mein Gewicht sage ich euch, ich wiege aktuell 71 Kilo, 71,9 glaube ich. Und das ist echt viel, weil normalerweise habe ich, also mein aller Wohlfühlgewicht liegt bei 58 Kilo. Das ist auch das Gewicht, was ich jahrelang gehalten habe. Und alles, was über 60 war, war irgendwie, boah krass, ich bin schwanger oder so. Und jetzt ist es schon über 70. Von daher wird es allerhöchste Eisenbahn. Diese Sachen könnt ihr euch auf www.hassewe.de runterladen, ausdrucken. Normalerweise kriegt ihr sowas nicht für umsonst, aber ich habe es euch jetzt für 10 Tage kostenlos eingestellt. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen über PayPal. Da freue ich mich über einen kleinen Obolus, muss aber auch nicht sein. Genau, also ich werde das später ausfüllen und werde mir, ach so, das habe ich vergessen. Hier unten sind Wochenziele. So, und bei diesen Wochenzielen könnt ihr euch eintragen. Also ich habe mir für diese Woche vorgenommen, jeden Tag mindestens, jetzt lasst mich mal schauen, mindestens 5000 Schritte zu machen. Und die habe ich überholt. Also normalerweise schaffe ich auch 10, manchmal sogar ganz selten 20.000 Schritte. Also 5000 Schritte sind das Minimum. Und so möchte ich beginnen, dass ich 5000 Schritte am Tag mache. Warum ich so wenig Schritte mache, das liegt einfach daran, dass ich sehr viel Fahrrad fahre und habe da viel Strecke und bekomme da auch mal ins Schwitzen, aber ich gehe wenig. Und das muss ich ändern. Das heißt für mich, Fahrrad öfter weglassen, dafür mehr laufen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mitzumachen.
Und ich hoffe, ich halte auch selber durch. Wenn nicht, wird das Ding durchgerissen. Nee, natürlich nicht. Also wir versuchen, das gemeinsam durchzustehen. Das ist die erste Woche. Messt euch aus. Ich werde jeden Montag einen Motivationspost machen. Und da kann ich vielleicht doch ein paar Daten veröffentlichen. Das weiß ich noch nicht. Und werde euch auch sagen, auf was ich verzichtet habe am Tag und auf was ich nicht verzichtet habe. Genau. Und ich denke, wenn ich einen Post mache, könnt ihr in der Kommentarspalte euch gegenseitig oder wir uns gegenseitig nochmal motivieren mit ein, zwei Tipps. Auch werde ich euch ein paar Rezepte mitteilen, also das, was ich dann tagsüber so esse, das zeige ich euch ja auch. Und dieses Vorher-Nachher-Ding, das wird jetzt natürlich nicht einmal in der Woche ausgemessen, sondern ich glaube, wenn ich so das Gefühl habe, es hat sich was verändert, dann messe ich nochmal nach. Genau, also ich danke euch und viel Spaß beim Mitmachen. Tschüss!